Okay, Leute, willkommen zurück in LEGO City Undercover und ich glaube, ich weiß jetzt, wo die letzten drei Verkleidungen sind. Wie ich es mir gedacht habe, auch in dem Bereich gibt es wieder so Dinge, die man bauen muss und hier ist es, ein Vogelhäuschen. Ich habe einfach mal wild alles kaputt geschossen, was sich bewegt und dann habe ich herausgefunden, dass in den großen Bäumen manchmal so Vogelhäuser drin sind. Oder was heißt, manchmal, ich habe jetzt eins gefunden, deswegen möchte ich jetzt mal dahinter schauen. Denn da habe ich, glaube ich, nicht alle Bäume kaputt gemacht. Oder wenn nicht, dann sind die wahrscheinlich da hinten beim Baumhaus oder so. Außerdem ist ein Teil von Crescent Park, das ist mir gerade gekommen, als ich auf die Karte geschaut habe, ist im Untergrund. Also, da muss man auf die Karte schauen. Und dann ist da... Ja, dann geht da eine unterirdische Straße entlang. Und da sind bestimmt auch noch Verkleidungen. Okay, es hat gestimmt. Hier ist auch noch ein Ding. Dann schauen wir mal, wo das letzte Vogelhäuschen ist. Bei irgendeinem Baum. Da hinten habe ich schon... Kamera drehen, okay. In dem Bereich da hinten, da hatte ich schon offscreen geguckt gehabt, aber da war nichts. Das heißt, es war jetzt wirklich alles, was ich schon abgeschaut habe. Okay. Stehen bleiben, Mann. Jetzt braucht er das Ding. Okay, gut. Jetzt, wo wir das Skateboard geklaut haben, können wir da auch in Ruhe vorbeifahren, wenn die hier mal aufpassen würden. Das heißt, uns fehlt ein Vogelhäuschen und dann müssen wir schauen, dass wir irgendwie in den Untergrund kommen. Dann müssten wir auch den Crescent Park eigentlich abschließen. Oder ab... Ja doch, das packen wir eigentlich schon. Kann ich mir da anzeigen lassen? Nein. Okay, ich spiele so lange ein bisschen mit der Karte rum, also nicht wundern, wo ich hier gerade rumfahre. Crescent Park. Genau, wir haben 90% von Crescent Park abgeschlossen. Das hört sich eigentlich gar nicht so viel an, aber da haben sie ja in Wirklichkeit eigentlich nur noch drei Sachen fehlen, ne? Na gut, jetzt muss ich aber wieder aufpassen, ne? Na, ich will das wegklicken. So, jetzt hat. Okay, hier sind wieder Bäume, also alles kaputt schießen. Gerade war das in so einem buschartigen Ding, vielleicht sind die auch in den kleinen Bäumen. Ja, auf jeden Fall müssen wir sie einfach kaputt schießen. Irgendwann werden wir schon das Vogelhäuschen finden. Komm, hier. Da? Nein? Okay, dann sind hier, glaube ich, gar keine mehr. Verdammt. Dann... Na, aber ich schaue nochmal dahinter, nicht, dass wir was passen. Da ist noch einer. Und, ja, ja, das schaut gut aus. Okay. Vogelhäuschen gefunden. Sehr schön. Na, du hast jetzt die Verkleidung? Ich hoffe, die ist in dem Bereich des Parks, ansonsten müssten wir da zurücklaufen. Sie ist... bei uns? Ist es bei uns? Ich weiß gerade nicht mehr genau, wo das war. Wo war die Stelle? Ich hab's im Kopf. Nee, das war... Ja, genau auf der anderen Seite. Verdammt. Ich habe auch ein Glück. Aber wisst ihr was, dann machen wir das anders. Wir gehen erst durch die Höhle, durch den Tunnel da unten, genau. Suchen, ob da noch die zwei Verkleidungen sind. Ich hoffe, sie sind da. Ansonsten habe ich keine Ahnung. Aber doch, die müssten da schon sein. Und danach holen wir uns die letzte Verkleidung da oben. Ja, so machen wir es. Okay, und ja, ihr seht schon, jetzt kommen wir wieder in den Crescent Park rein. Das Zeichen mit dem Baum, das Grüne, das war das Crescent Park Zeichen. Und ich werde hier mal lieber alles kaputt machen, denn vielleicht gibt es ja auch wieder was zum Bauen oder so. Kann man ja nicht wissen. Ach, und jetzt fällt mir gerade auf, ist das der Bereich mit dem Cheep Cheep Easter Egg? Kann das sein? Ich glaube, das ist das, oder? Und jetzt bin ich doch zu faul zum Laufen und hol mir doch ein Auto. Ja, doch, da war... Das war das erste Easter Egg... nicht umsteigen, aussteigen. Das war das erste Easter Egg, wo wir gefunden hatten im Spiel, glaube ich. Und zwar hier, wenn man dahin geht, kriegt man... Ja, dann zieht man halt ein paar Cheep Cheeps rumschwimmen. Jetzt kein großes Ding, aber trotzdem ein cooles Easter Egg, wie ich finde. Aber wir sollten uns trotzdem auf die Suche nach den Sachen machen. Also nach den Verkleidungen machen. Die sind bestimmt noch hier unten. Ah, ich sehe schon, hier ist was zum Anmalen. Okay, das kann man leicht übersehen. Wäre da nicht das Anmalzeichen gewesen, hätte ich es nicht gecheckt. Eins und vier. Eins und vier ist, warte, wo sind denn die anderen? Hier ist gar nichts mehr. Verdammt, die müssen hier noch vorne irgendwo rumstehen. Ah, okay. Okay, okay. So schwer sind die nicht versteckt. Na komm, treff alt. Na, ich schieße immer auf den da hinten. Jetzt hat... der letzte ist dann da links, würde ich mal sagen. Ja, der hinterste, oder? Ist das das? Ja, ist er. So. Jawohl, 4 von 4. Okay, dann fehlt uns jetzt wirklich nur noch eine Verkleidung. Und... Aha, habt ihr diese Kletterwand gesehen? Ich denke mal, da versteckt sich doch was. Das ist auch ein super Stein. Ach, ja, ja, jetzt fügt sich doch alles zusammen. Ich habe mich schon gewundert, wo das im Park sein soll, die Verkleidungen. Aber als ich dann gesehen habe, dass hier ein Untergrund ist, da ist mir alles klar geworden.
Ja, da hätten wir nochmal das Easter Egg, aber das haben wir ja schon mal gesehen. Wir holen uns viel lieber den Superstein hier, würde ich sagen. Den brauchen wir zwar nicht wirklich, aber komm, immer her damit. Jawohl, so kriegen wir den nämlich. Und dann hoffe ich mal, dass da hinten das Ding ist. Ansonsten bin ich etwas überfragt. Ah komm, der muss doch das sein. Ist das okay, um den Pressluftbohrer zu bohren? Nein. Achso, okay, ich hänge schon an der Decke. Oh, ich mag die Dinger an der Decke nicht, da falle ich immer so leicht runter. Und da ist es, okay. Jawohl! Und wir haben Otto Hornfels, wer auch immer das ist. Und es ist ein ganz schön einseitiger Verkehr hier, muss man sagen. Das ist ein Notfall. Ich hoffe, auf der Straße hier ist es total überfüllt und auf der anderen wird überhaupt nichts. Okay, keine Ahnung warum. Und dann schaue ich auf die Map. Ja, uns fehlt wirklich nur noch eine Verkleidung und die haben wir ja schon freigeschaltet. Das heißt, wir können nur noch hingehen und sie uns abholen. Frage ist, wie kommen wir jetzt nochmal dahin? Das war doch hier irgendwo, oder? Ja. In die Richtung weiterfahren, wenn ich hier durchkomme. Nein, komme ich nicht. Gut, dann laufe ich jetzt lieber. Ich bin jetzt zu faul, hier rumzukurven. Schießen wir lieber irgendwas kaputt. Ein paar Autos oder so und hoffen, dass wir jemanden erwischen. So, ja, ein bisschen Schaden haben wir ja angerichtet. Ich glaube, das Nobelviertel könnten wir uns gleich als nächsten Bereich nehmen. Denn das ist nicht so groß. Okay, Leute, wir haben es geschafft. Wir haben Crescent Park zu 100% abgeschlossen. Yay! Das muss ich mir nochmal auf der Karte anzeigen lassen. Ich lese das immer so gern. Juhu, 100%. Okay. Dann gehen wir jetzt ins Nobelviertel. Das ist der Bereich hier. Da mache ich jetzt, muss ich jetzt meine Karte wieder ein bisschen umdingsen. Deswegen drücke ich hier schnell was rum. So, Nobelviertel. Okay, da gibt es noch ein bisschen mehr, aber wir haben ja gerade erst angefangen. Wo fangen wir denn? Von welcher Seite fangen wir denn an, uns durchzuarbeiten? Das jetzt wird, glaube ich, ein bisschen komplizierter. Es ist zwar jetzt nicht wirklich groß, der Bereich hier, aber dafür ist er halt verwinkelt und das macht die Sache schon ein bisschen kniffliger. Also das war der unterirdische Weg, wo wir herkamen. Okay, dann würde ich sagen, schauen wir erst mal, ob wir das Haus hier irgendwie, ob wir da hochkommen und ob wir da vielleicht was machen können. Weil wir müssen ja garantiert auf viele Hausdächer und sowas rauf, um die Sachen abzuschließen. Aber ich schaue trotzdem hier mal runter, nicht, dass wir da was übersehen. Ach, gibt es da einen Steg? Oder so eine Promenade, oder wie das heißt? Weil dann schaue ich die doch zuerst durch, dann haben wir die nicht nämlich schon mal abgeschlossen. Ja, aber hier scheint leider nichts zu sein, okay. Okay, ist nur ein leerer Ort, wie es aussieht. Schade. Oh, aber hier kann man was bauen, okay. Eine Angel können wir da hinsetzen. Eine von dreien. Oh, und damit kriegen wir gleich ein Angel-Minispiel. Oder? Ich weiß nicht. Könnte sein. Ah, jetzt hat... was muss ich machen? Hä? Okay, ist mir egal. Es war... Ich habe A und B gesmashed, aber es ist nichts passiert. Ich habe keine Ahnung, was man drücken musste. Aber gut, kümmern wir uns lieber darum, dass wir die Sachen bauen, anstatt dass wir sie benutzen, würde ich sagen. Da haben wir auch schon das zweite. Fehlt nur noch eins und es ist bestimmt nicht weit. Ich hoffe aber, es ist in die Richtung, ansonsten suche ich glaube ich noch eine ganze Weile. Ah, und wenn wir schon mal da sind, dann hole ich mir gleich mal eine Packung TNT. So, her damit. Ich gucke dann aber nochmal auf die Map. Ja, uns fehlen noch, fast wie beim Crescent Park vorhin, uns fehlen 11 goldene Steine, aber 7 ganze Verkleidungen. Es gibt ja aber insgesamt weniger als im Crescent Park. Also 7 Verkleidungen und noch 2 Autos. Also ich denke, wir müssten vielleicht sogar früher fertig sein als im Park. Aber, ja, ich weiß nicht. Sollte mich nicht zu früh freuen, weil der Crescent Park war übersichtlicher, der ist dafür verwinkelter. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Okay, die erste Verkleidung sollten wir schon mal freigeschaltet haben. Nummer 4 ist das. Ach, und die ist da die... Was ist das für ein Ding? Mein Gott, das hat ganz schön hässlich ausgeschaut. Hier ist auf jeden Fall so ein Stein. Ach ja, ich sollte mal schauen, was uns eigentlich noch fehlt. Okay, den silbernen Stein haben wir schon gefunden in dem Bereich. Ja, wahrscheinlich hier drin oder so. Ja, schaut fast so aus. Liegen allgemein ganz schön viele Steine rum. Da war es nicht schwer, den zu finden, glaube ich. Genau. Silbernen Stein, die Katze haben wir auch schon. Aber, Kaffeepause gibt es noch in dem Bereich einmal. Was gibt es denn noch? Keinen Blumenkasten. Aber einen Alien und einen Bankautomaten, die wir noch finden müssen. Und fällt gerade auf, ich bin hier völlig falsch. Der Bereich ist doch da unten. Oh Mann, ich laufe völlig daneben. Ich habe jetzt gedacht, dass das beim runden Haus ist. Dabei ist es ja hier.
Genau, da ist es. Ab her damit. So. Was ist das? Ein Gladiator. Okay, ich habe das Gesicht nicht wirklich gesehen, aber es hat komisch ausgeschaut. Was ich noch gesehen habe, ist, dass hier so eine Box ist. Ach, mit einem Kaugummiautomaten. Genau. 1 von 4. Oh. Da müssen wir in dem Hauptbereich ja auch welche bauen. Und da habe ich mich ganz schön angestellt, muss ich zugeben. Oder was heißt Hub? Also, ich habe auf jeden Fall im Let's Play bis jetzt noch nicht alle gefunden. Und ich würde gerne auf das Haus darauf. Kommen wir da hoch? Ja, oh, und einen Superstein. Jawohl, 20.000. Okay, das Haus können wir also offiziell als durchgearbeitet betrachten. Dann würde ich sagen, schnappen wir uns mal dieses komische Kolosseumsding hier. Okay, ich hätte jetzt wetten können, dass wir diese Tafeln da anmalen müssen, aber... Nö, wir können sie kaputt machen. Schade. Das können wir doch bestimmt anmalen, oder? Hm, es ist kein Anmalsymbol da. Auch nicht. Okay, das sind ganz schön komische Lampen, so weiß, wie die sind. Vielleicht... Ne, die sind alle so. Okay. Dann suchen wir lieber mal den Geldautomaten. Ich denke, die ganze Zeit die Dinger hier sind es, aber das sind nur Telefonzellen, da suche ich lange. Hier dahinter ist auch nichts versteckt, oder? Ne, alles sauber. Okay, dann haben wir den Bereich hier vorne offiziell abgeklappert. Ja, wir haben alles durchgeschaut, da ist nichts. Oder? Ne, wir könnten wahrscheinlich noch irgendwie auf das Dach da kommen. Höchstwahrscheinlich im Notfall noch mit dem Helikopter oder so, aber ich habe da gerade keine Lust drauf. Ne, da ist sogar was. Es muss noch irgendeinen anderen Weg geben noch. Jetzt sehe ich es erst. Das ist so eine Stange. Und das sind Würmer, Bücherwurm. Haha, Wortspiel. Aber die Frage ist trotzdem, wie soll man denn da hochkommen? Habt ihr irgendwas gesehen? Ich eigentlich nicht. Aber ich sollte vielleicht die Sachen lieber kaputt machen hier. Nicht, dass sich hier irgendwo was versteckt. Naja, schauen wir uns nochmal da hinten um. Dann haben wir wirklich hier am Anfang alles abgegrast. Aber ich finde es echt komisch. Wir müssen irgendwie auf das Haus raufkommen. Aber hier scheint weder eine Rampe zu kommen, noch irgendein anderes Ding zu sein, wo wir irgendwie raufkommen. Nö, das ist alles sauber hier. Oh, es ist merkwürdig. Na gut, dann schnappen wir uns mal das Quad hier und fahren einfach mit dem weiter. Ja, sogar das Quad hat jetzt Nitro, das ist ziemlich cool. Ich bin gerade echt ein bisschen verwirrt. Ich hätte wetten können, dass da ein Weg noch ist, um raufzukommen. Aber anscheinend muss ich wohl erst noch was anderes machen. Das heißt, muss ich erstmal natürlich draufkommen. Geht aber nichts drinnen. Gibt es hier nicht irgendeinen Weg mal auf ein Haus oder so rauf? Und was sind das für blaue Steine? Okay, die stehen einfach nur so rum. Das sind ganz normale blaue Steine. Okay. Aber jetzt möchte ich mich trotzdem lieber zu Fuß umschauen. Denn ich warte immer noch auf irgendeinen Weg, auf ein Hausdach zu kommen. Das kann doch echt nicht sein. In den anderen Gebieten war alle paar Meter konntest du auf dem Hausdach rauf. Und hier? Ne, gar nichts. Das ist doch mal komisch. Ja, das ist auch der Bereich, wo wir hier die Superfarbe für bekommen haben. Also hier oben waren wir schon. Ach, da ist aber auf jeden Fall ein Kaugummiautomat. Werden wir das Ding kaputt schlagen? Genau. Nummer 2 von 4, wenn ich mich nicht täusche. Genau. Und hier drinnen waren wir ja mal wegen der Story, ne? Da mussten wir den Polizeiwagen, den wir entführt hatten, so einen Gefängnistransporter hier reinbringen und eine Geisel übernehmen oder so. Ja, das war eine echt coole Mission. Aber jetzt scheint sie etwas leer zu sein. Ey, komm, was geht denn ab heute? Ich irre hier nur rum und finde gar nichts? Das kann doch nicht sein. Das ist schließlich Lego City, da müsste eigentlich an jeder Ecke was sein. Und wir sind hier wieder am Anfang, dann gehe ich jetzt mal da lang. Vorher sind wir in die andere Richtung gelaufen, dann schauen wir uns jetzt mal hier um. So. Das ist echt eine komische Mission hier. Was ist Mission? Das ist komisch, dass hier so wenig los ist oder dass ich hier nicht auf die Haussicher komme. Weil ich könnte mit dem Helikopter, könnte ich es probieren, da ist bestimmt irgendwo was, immer raufkommt. Aber das wird viel zu umständlich. Das geht doch auch bestimmt anders. Okay, hier ist dann... ich bin schon beim Flughafengebiet. Genau. Ach, hier ist die Grenze. Diese Linie hier. Okay. Aber, ach, da ist eine Verkleidung. Okay, wenigstens das schon mal. Und die Kaffeepause. Ach, jetzt geht's doch. Okay, langsam kommen wir in Schwung. Hat zwar etwas gedauert, sich hier zurechtzufinden, aber jetzt finden wir ja langsam was.
So, erstmal einen goldenen Stern abgreifen. In der Zeit kann ich mir ja schon mal umschauen. Okay, scheint aber nicht viel los zu sein hier. Naja, sieht die Kaffeepause. Und eine Verkleidung. Die finde ich, die ist mir inzwischen fast schon wichtiger als die goldenen Steine, weil die Verkleidungen sind teilweise viel schwieriger versteckt als die goldenen Steine oder so. Wenn man alle goldenen Steine hat, dann muss man die Verkleidungen, muss man noch ganz gemein suchen immer. Das ist ganz gemein. Die sind auf jeden Fall kniffliger als der Rest. Ja, warte mal. Oh, Kamera. Nicht drehen, nicht drehen. Ich will die Kamera drehen. So. Da ist nämlich was. Genau. Okay, endlich haben wir mal was gefunden. So, und dann hier rauf. Ach, schade. Ich dachte, das wäre ein Teleporter. Aber gut, das... Ach, das könnte... Das... Ja, ich hab's versaut. Das könnte doch der Alien sein, oder? Ich bin schon etwas abwesend von der ganzen Sammelei langsam. Aber ich glaube, wir kommen langsam auf die Spur. Ja, eindeutig, das ist er. Okay, mit einem gezielten Sprung kann ich ihn gleich erwischen. Verdammt, der ist in die Richtung gelaufen. Okay, mit meiner Fangkanone sollte ich ihn trotzdem erwischen können. Jawohl. Tja, Alien, keine Chance. Wie viele Alien gibt's denn? Aliens gibt es denn in dem Bereich? Nur einen. Okay, gut, den haben wir auch schön gefangen. Und außerdem gibt es noch die Bezirksfahne, die wir noch nicht erwischt haben. Da haben wir noch einiges zu tun, um die zu finden, glaube ich. Weil die sind ja mal ganz oben. Es läuft noch eine Untersuchung? Hä? The fuck? Und warum leuchtet das da? Ich glaube, wir haben gerade einen kleinen Bug oder sowas. Es läuft keine Untersuchung, was labert ihr? Ich habe den Alien gefangen und habe auch die Belohnung bekommen. Okay, Spiel, you are buggy. Naja gut, immerhin kriegen wir hier viele Supersteine. Und immerhin haben wir es jetzt endlich auf die Hausdächer geschafft. Das war ein ganz schön versteckter Weg, hier raufzukommen. Ansonsten gibt es immer mehrere Wege, aber ne, hier ist nur einer. Merkwürdig, hier muss irgendwas Wichtiges sein. Auf jeden Fall eine Menge Supersteine, unser dritter schon. Und Superbauten haben wir auch schon ewig keine mehr gefunden, fällt mir gerade ein, ne? Also... Doch, nein, schon wirklich lang her, seit wir einen gefunden haben. Können wir da hochklettern? Nein, können wir nicht. Okay, Vorsicht, Vorsicht. Dann gehen wir aufs nächste Dach. Oh, und da war so ein Abhörding. Oben rechts oder sowas in der Art. Ja, wenn wir das machen, dann müssen wir bestimmt vom Hausdach runter. Deswegen bleibe ich hier ganz gerne drauf. Wenn wir es jetzt endlich geschafft haben, hier hochzukommen, dann bleibe ich auch ganz gerne hier. Okay, dann schaue ich mal kurz auf die Uhr. Oh, die Zeit läuft langsam ab. Verdammt. Was machen wir dann? Und hier ist auch noch so ein Abhörding. Ja, okay, dann hätte ich's. Dann ist es ja egal, welches wir jetzt machen. Oh, und wir haben einen Parcours freigeschaltet. Ah, so kommen wir auch auf die ganzen goldenen Steine. Da ist ein Parcours und zwei Abhör, also Missionen. Na, kein Wunder, dass es hier noch so viel Zeug gibt. Okay, dann machen wir nichts mehr heute, würde ich sagen. Doch, das wird sonst heute nichts mehr werden. Denn wir haben ja schon eine ganze Zeit lang aufgenommen, sorry. Aber dann haben wir nächstes Mal wieder ein paar lustige Gespräche hier mitzuhören. Da freue ich mich immer am meisten drauf. Die sind auch so ein bisschen wie in der Story. Deswegen, ja. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Und haut rein.